Ja, hallo zusammen. Willkommen bei meinem neuesten Video. Mein Name ist Jörg und heute haben wir mal ein kurzes Video. Da geht es jetzt informativ mal um diese schöne Karte. Wundert euch nicht, sieht ein bisschen komisch aus, weil ich habe die hier abgeklebt. Und zwar geht es mir hier um die Karte und um Apple Pay. Und was die miteinander zu tun haben, das erkläre ich euch jetzt hier in diesem Video. Ja, als Apple-Fan, da freut man sich natürlich über immer neue Highlights und in dem Fall habe ich mich gefreut. Super, Apple Pay ist auf dem Markt. Endlich nach, ich weiß gar nicht, 2 Jahren oder gefühlte 10 Jahre hat es natürlich jetzt ewig gedauert. Was macht das für einen Sinn? Und zwar ist das im Grunde genommen nichts anderes, als dass man mit seinem Handy bezahlen kann. Apple macht ja auch gerade so schöne Werbung damit, mit diesem kleinen Kind und dem Bären und dann mit diesem Babing. Falls ihr euch daran erinnert, und da habe ich gesagt, super, das will ich auch. Ich also los und dann direkt die Wallet-App geöffnet, die ist hier für Apple Pay zuständig, zeige ich euch gleich nochmal ein bisschen genauer und meine Sparkassenkarte rein. So, Resultat, diese Karte wird zurzeit noch nicht unterstützt. Ah, ich sage, kein Problem, ich habe ja von der Barclaycard auch eine Visa-Karte, dann nehmen wir doch einfach die. Also wieder Visa-Karte, man kann die so schön einscannen, dann erkennt er die und dann kommt wieder die Meldung, diese Karte wird von Apple Pay nicht unterstützt. Ich sage, super, was machst du denn jetzt? Ja, also ich mir mal die Liste der einzelnen Karten, die unterstützt werden, angeguckt und dann habe ich festgestellt, American Express wird unterstützt. Ich hatte schon mal eine American Express-Karte, aber die habe ich dann vor ein paar Jahren aufgegeben, weil die American Express mal eben so die Gebühren ums Dreifache erhöht hat. Und da habe ich gesagt, nee, die will ich nicht mehr haben. Hab also dann gesagt, weg mit American Express. Jetzt habe ich aber eine neue, da wundert ihr euch wahrscheinlich, aber das hat folgenden Hintergrund. Ein Bekannter von mir, hier erstmal schöne Grüße an Stefan und danke dafür, schickt mir auf einmal einen Link. Und zwar von der kostenlosen American Express Payback-Karte. Da ist sie. Und da denke ich, was ist das denn? Das ist ja super. Und guck mir die mal an. Und da steht tatsächlich, die ist dauerhaft kostenlos. Und mit dem Link, den er mir geschickt hat, das ist entscheidend. Deswegen würde ich euch bitten, auch meinen Link zu benutzen. Den werdet ihr unten in der Beschreibung finden. Habe ich dann 4000 Payback-Punkte gutgeschrieben bekommen, konnte mir ein neues Payback-Konto erstellen und habe auch gelesen, dass Leute, die schon ein Payback-Konto haben, dass die das quasi mit dieser neuen Karte verknüpfen können. Das heißt, ich habe also quasi beides. Ich habe eine Payback-Karte und eine kostenlose Kreditkarte, die ich jetzt nutzen kann. Ich sage, super. Ja, und die habe ich dann, nachdem ich sie dann bekommen habe, in die Apple Wallet App eingelesen und schwuppdiwupp sagt die, überhaupt kein Problem. Karte wird akzeptiert. Also von daher alles, was ich brauche. Aus meiner Sicht. Ja, wie funktioniert denn das Ganze? Ich habe hier mal mein Telefon abgefilmt, da könnt ihr euch das mal angucken. Zu dem Einrichtungsvorgang will ich jetzt nicht allzu viel sagen. Problem ist, kann ich euch auch nicht so 100% zeigen, weil dann habt ihr meine Kartendaten. Was ich euch hier zeigen kann, ist, die Karte ist erfolgreich in der Apple Wallet eingebunden. Und von daher haben wir hier überhaupt keine Sorgen. Auch bei der Einrichtung wird auch abfotografiert, sofort erkannt. Man muss den Sicherheitscode angeben. Und zusätzlich kann man sich hier auch noch die American Express App runterladen, die es früher auch noch nicht gab. Gefällt mir richtig gut, denn hier habe ich automatisch auch direkt eine Kontoverwaltung mit. Das heißt, ich kann meinen Kontostand sehen, ich kann die Transaktion verfolgen. Also super komfortabel. Und das, denke ich mal, macht ja heutige Zahlungsmethoden aus. Wir wollen letztendlich so einfach wie möglich haben. Also hier kann ich alles Mögliche sehen. Dann sollen hier in Zukunft wahrscheinlich auch noch Offerten gemacht werden, also Angebote speziell für die Apple-User. Also kann ich auch nur Apple-User, sage ich schon, ja, also Apple und American Express-User kann ich also hier auch nur empfehlen. Im Moment findet man da noch nicht allzu viel. Also das ist kein Problem. Und
Ich denke, das wird noch gefüllt. Ja, also hier habe ich im Grunde genommen jetzt zwei Apps am Handy, einmal die Wallet-App und dann einmal die American Express-App. Ja, jetzt wollten wir das natürlich auch direkt mal probieren. Wir haben also hier einen Kartenleser und da haben wir jetzt mal einen Testbetrag eingegeben und ich denke, halt mal dein Handy drüber. Aber so einfach scheint es nicht zu sein. Ich denke, das ist ein Schutzmechanismus, dass nicht jeder von der Ferne sozusagen, da wurden ja schon viel berichtet, hier ohne das Handy zu entsperren auf diese Apple Pay-Funktion zurückgreifen kann. Also musste ich tatsächlich jetzt erstmal das Handy entsperren. Das geht bei mir jetzt hier mit der Face ID und die Wallet-App öffnen. Und wie da sehe da, jetzt wurde die sofort erkannt. Jetzt muss ich da zweimal klicken. Jetzt kann ich wieder mit der Face ID die Zahlung bestätigen. Und babing, bei uns hört das Piep an und nicht babing, wurde die Zahlung sozusagen eingeleitet. Also perfekt. Das gleiche geht wohl auch mit der Uhr. Ich wurde also aufgefordert, auf der Uhr eine extra App zu installieren. Habe ich jetzt noch nicht probiert, das werde ich dann bei Zeiten auch mal ausprobieren. Auf jeden Fall gefällt mir das auch sehr gut. So kann man schnell und unkompliziert zahlen. Das ist ja eigentlich das, was man will. Man will nicht lange an der Warteschlange stehen, sondern mal eben dranhalten, kurz bestätigen mit Face ID oder mit bei den älteren Apples mit Fingerabdruck oder Code, wie auch immer. Also von daher aus meiner Sicht perfekt. Solltet ihr auch diese Karte haben wollen, dann würde ich mich, wie gesagt, freuen, wenn ihr unten in den Link in der Beschreibung klickt. Denn dann bekommt nicht nur ihr 4000 Punkte, also mehr als wenn ihr über die Homepage was macht, sondern ich bekomme auch, ich glaube, 2000 Punkte dann für den Link. Also freut mich. Ich bin jetzt kein großer Payback-Punktensammler, aber wir können es ja mal starten damit. Vielleicht ist ja der Nährwert dann am Ende auch mal da. Kann man sich vielleicht ein Werkzeugset kaufen oder irgendwie sowas über die Payback-Punkte. Also von da eine kurze, schlanke, einfache Lösung. Kleiner Hinweis noch zum Beantragungsprozess. Ist auch mittlerweile optimiert und vereinfacht, denn man kann also hier sich, wenn man das Formular ausgefüllt hat, ein Posteidentverfahren runterladen. Das kennt ihr bestimmt. Da geht man dann zur Post und kann sich dann identifizieren mit Hand des Personalausweises. Aber American Express hat jetzt nämlich auch hier eine zweite Identifikationsmöglichkeit, die ist ein bisschen komfortabler, nämlich per Videochat. Da wird im Grunde genommen eine Videoauthentifikation gestartet, die ihr dann nutzen könnt, wenn ihr wollt. Und dann kommt da ein netter Herr oder Dame ans Telefon und die wollen dann eure Ausweisdaten sehen und dann könnt ihr euch quasi sofort authentifizieren. Insgesamt hat der Versand der Karte ein bisschen länger gedauert, als ich erwartet habe, aber ich denke, es liegt an der hohen Nachfrage, weil es ja die erste American Express aus meiner Sicht, die es kostenfrei gibt. Wenn ihr den Link folgt, den ich euch dann zeige, dann könnt ihr euch auch noch andere aussuchen. Da gibt es noch zwei andere Varianten, also nicht nur Payback, sondern was weiß ich, DM gibt es glaube ich noch. Müsst ihr mal gucken, jeder hat da ja so seine Ideen. Ja, und ich würde sagen, das war es dann schon mit dem kurzen Video. Sollte euch das Video gefallen haben, würde ich mich natürlich über einen Daumen hoch freuen. Ansonsten bitte nicht vergessen, den Kanal zu abonnieren. Ganz wichtig, kostet euch nichts, ist für uns aber natürlich ein entscheidender Faktor. Ja, solltet ihr noch Fragen haben, würde ich mich freuen, wenn die unten in die Kommentarfelder rein postet. Alles andere findet ihr dann in der Videobeschreibung. Danke, tschüss, bis zum nächsten Mal.